Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr da seid, dass auch du da bist und ja, ihr alle wieder mit dabei seid bei der heutigen Legung, bei den Botschaften, die heute für euch kommen sollen. Seid also alle ganz herzlich gegrüßt hier auf diesem Kanal Himmlische Kinder, Engel Christiane und Engel William. Ich bin Engel Christiane und ich bin die Enkeltochter von Gottvater und im himmlischen Recht die Tochter von Jesus Christus, seinem Sohn. Ich bin der zweite von insgesamt 6 Erdenengel in Menschengestalt, die von Gottvater auf die Erde abgesandt wurden, um hier auf YouTube für ihn sein Wort zu verkünden. Meine Aufgabe ist es, die Menschen auf dem Weg zu meinem Großvater zu begleiten und zu unterstützen und euch so zurück in den göttlichen Ursprung, nämlich das wahrhaftige Sein und damit auch in ein glückliches, erfülltes und freies Leben zurückzuführen. Ich bin noch spirituelle Heilerin, Kartenlegerin sowie auch Persönlichkeits- und Bewusstseinsmentorin. Und wer von euch möchte, kann sich auf seinem Weg mit einer persönlichen Kartenlegung unterstützen lassen, wodurch man in seiner persönlichen Entwicklung natürlich schneller vorankommt und damit auch in der vollständigen Heilung schneller ankommt. Die für meine heutige Legung verwendeten Kartendecks sowie meine E-Mail-Adresse, Homepage und so weiter findest du hier auf dem Kanal in der Beschreibung. Wenn du also rechts neben diesem Videotitel auf dieses kleine Wörtchen mehr klickst, dann geht diese Infobox auf, wo du alles einsehen kannst. Auch gibt es auf diesem Kanal kostenlose Podcasts, die Erzengel Heike mit meinem Großvater erstellt und erarbeitet hat. Und an dieser Stelle rate ich jedem Einzelnen in seinem eigenen Interesse immer an, sich all diese Podcasts auch anzuschauen, sie ernst zu nehmen und sie auch umzusetzen. Du findest auf diesem Kanal auch Kollektivlegungen über die Zwillingsseelenverbindung. Doch eine kollektive Legung ersetzt niemals eine persönliche Legung, weil in einer persönlichen Legung eben genau deine Energie eingefangen wird. Und darüber hinaus erhältst du in dieser persönlichen Legung auch zusätzliche Botschaften von meinem Großvater für dich, die du eben in einer kollektiven Legung nicht erhalten kannst. Wichtig ist bei einer kollektiven Legung, dass du dir nichts passend machst, was für dich nicht passend ist. Spüre und höre also immer gut in dich hinein, was sich für dich richtig und stimmig anfühlt. Ob das ein Satz, ein Teil der Legung oder auch die ganze Legung ist. Genauso gut ist es aber auch möglich, dass du gar nicht mit dieser Legung in Resonanz gehen kannst und beim nächsten Mal ist das schon wieder ganz anders. Allein aufgrund dieser Tatsache ist eine persönliche Legung natürlich immer besser für dich. Rede dir nichts schön und mache dir auch nichts vor, weil du dich dadurch blockierst in deiner Entwicklung und schlimmstenfalls kommst du dann vollständig zum Stillstand, was dann fatal für dich wäre. Personenkarten sind in einer kollektiven Legung geschlechterneutral. Das heißt, wenn jetzt hier heute ein Herr fällt, kann das genauso gut eine Frau darstellen und umgekehrt. Meine Videos sind alle zeitlos und sie haben immer dann Bedeutung für dich, wenn du ein Video von mir angeklickt hast oder wenn dich ein Video von mir gefunden hat. Denn Zufälle sind eine Illusion des Menschen, weil es in Wahrheit keine Zufälle gibt. Ich deute die Karten nach der Bedeutung der einzelnen Karte, aber nicht ausschließlich, denn ich erhalte während der Legung auch Botschaften von meinem Großvater, die ich dann ebenfalls ausspreche, und zwar auch so, wie ich sie reinbekomme.
auch in der Tonart, die ich dann von meinem Großvater mitbekomme. Und ich sage dieses immer als Vorwarnung, weil mein Großvater nicht nur lieb und gütig ist, sondern er kann sehr wohl auch sehr bestimmend und auch wütend werden. Und das ist immer dann, wenn ein Mensch sich gegen seinen Willen und somit auch gegen den eigenen Seelenplan stellt. Denn alles im Leben eines Menschen läuft nach diesem Seelenplan, der quasi das Drehbuch deines Lebens ist. Wenn euch mein Video, meine Legung und dieser Kanal gefällt, dann bist du herzlich eingeladen, diesen hier kostenlos zu abonnieren. Und dann vergiss auch nicht, diese kleine Glocke zu drücken, denn dann wirst du automatisch von YouTube über alles neu hier auf dem Kanal informiert. Ich freue mich aber auch immer über ein Like oder auch einen Kommentar von dir als Zeichen deiner Wertschätzung meiner Arbeit, aber auch als Zeichen deiner Wertschätzung meinem Großvater gegenüber. So, ihr Lieben, dann wollen wir schauen. Wir haben heute den Neumond in den Zwillingen. Was bedeutet, dass Sonne und Mond in Konjunktion in den Zwillingen steht und auch noch andere Energien in diesen Tagen damit reinspielen. Also es sind schon ganz besonders besondere energetische Zeiten gerade. Und so bin ich halt auch gespannt, was wir jetzt heute in der Legung für Botschaften bekommen. Großvater, welche Botschaften sollen hier heute an das Kollektiv gehen, dringend ausgesprochen werden? Was ist heute wichtig für das Kollektiv? Ja, die ist gesprungen, die Ruten. Die Ruten haben hier einen großen Sprung gemacht. Engelsflügel habe ich hier. So, dann gehen wir mal weiter für die Legung. Was sollte dann noch kommen? Der Berg. Wichtig. So. Ich lese sie jetzt mal aus, aber hier sind drei Karten auf einmal gefallen. Und da muss ich gleich auf jeden Fall nochmal abklären, ob das hier die richtige Reihenfolge ist für diese Karten. Dann fehlen mir noch zwei Karten für diese Legung, Großvater. Ja, da sind genau zwei. Gut, auch hier werde ich jetzt noch mal abklären. Und dann haben wir heute hier den Park als zugrunde liegende Energie. Und so. Dann würde ich aber jetzt einmal einen Augenblick hier reinspüren und das nochmal abklären, ob diese Karten so liegen bleiben. So, ihr Lieben, dann wollen wir einmal schauen. Also, was ich jetzt gerade umgelegt habe,
sind diese beiden Karten. Die habe ich also gegeneinander vertauscht. Du legst dich jetzt hier nicht persönlich ins Kartenbild. Als zugrunde liegende Energie habe ich euch gerade schon den Park gezeigt. Das heißt, dass irgendetwas jetzt für dich in den Fokus genommen werden soll. Etwas oder jemand, dem du jetzt ganz besonders deine Aufmerksamkeit geben solltest und auch musst. Ja, ich habe hier auch das Kreuz liegen, weil du etwas bewirken musst, um für dich zu wachsen, um für dich weiterzukommen, musst du etwas ganz Bestimmtes tun. Du musst eine bestimmte Problematik nochmal ganz besonders in den Augenschein nehmen, sie wahrnehmen, so wie sie ist, und das entsprechende dann auch veranlassen, was für dich wichtig ist, was mit deiner Entwicklung zu tun hat. Ja, es geht hier um deine seelische Entwicklung, es geht um deinen inneren Aufstieg auch, also da auch höher zu kommen in der Energie, und es geht darum, dass sich etwas in dir festigen soll, etwas sich ganz klar, also etwas soll klar werden, bewusst werden, so dass es dann auch in die Heilung kommen kann. Etwas soll geheilt werden. Ja, und wenn etwas geheilt wird, wächst du daran, und du solltest auch nicht die Wurzeln vergessen. Auch wenn du vielleicht eine gute Anbindung hast zum Universum. Ich habe hier praktisch über die Engelsflügel auch das Universum liegen. Und du solltest nicht versäumen, dich auch immer wieder zu erden, bekomme ich rein. Dass du nicht zu sehr abhebst im spirituellen Bereich, sondern es gibt hier Dinge auf der Erde in deinem Leben zu tun, an denen du wachsen und reifen kannst. Und dazu brauchst du auch Bodenständigkeit, Bodenhaftung. Also alle Übungen, die du machen kannst, sind wichtig, dich auch immer wieder mit der Erde zu verwurzeln. Gut, den Fokus setzen auf das, was wichtig ist, habe ich gerade gesagt. Ich habe nämlich hier das Kreuz liegen. Das Kreuz spricht immer davon, dass du dich in einer Krisensituation befindest, also mitten in einem, ja, ich sage immer gerne Hauptwaschgang, weil hier scheint etwas zu machen und zu tun zu sein, was dich sehr fordert. Ja, ich habe auch den Berg hier. Da gibt es einige Herausforderungen in deinem Leben. Aber du bist gerade dabei, eine ganz wichtige Lernaufgabe in deinem Leben zu meistern. Und das stellt sich für dich auch wie eine Prüfung dar. Ja, du bist in einer Krise, da gibt es schwierige Dinge, schwierige Aufgaben zu bewältigen, an denen du wachsen und reifen kannst. Und deswegen sollst du halt auch mit sehr viel Aufmerksamkeit bei den Problematiken, die sich jetzt in deinem Leben aufgeschwungen haben,
Und ich bin sicher, dass dieses schon seit längerer Zeit so läuft. Etwas ist nicht in Ordnung in deinem Leben. Und du musst nun, um zu wachsen, Ordnung schaffen. Und dem sollst du viel Aufmerksamkeit geben, weil es für dich persönlich eine ganz wichtige Lernaufgabe ist. Das ist positiv ausgedrückt. Und ja, aber das Kreuz ist halt nie leicht zu tragen, weil das Kreuz halt immer genau bei uns, bei Menschen, auf den Knopf drückt. Also genau die wunden Punkte auch praktisch nach oben kommen lässt. Durch das, was geschieht im Leben, durch die Situation, die uns entgegenkommen, durch die Menschen, an denen wir lernen können. Aber ich wollte gerade sagen, es ist nicht einfach leicht und easy, sondern es sind Dinge, ich sagte schon gerade, wir stecken dann in einer Krise. Und du scheinst dich auch gerade sehr belastet zu fühlen. Vielleicht bist du auch bedrückt. Vielleicht weißt du auch gerade nicht so richtig weiter. Das sind immer, wenn sich dieses Kreuz zeigt, sind das karmische Lernaufgaben. Das heißt, Altes, was irgendwann in der Vergangenheit oder auch in früheren Inkarnationen an negativen Samen gesät worden ist, das schwingt irgendwann auf und muss dann bewältigt werden. Und insofern zeigen sich dann während dieser Lernaufgabe, während dieser Prüfung, zeigen sich auch oft die unschönen Seiten des Lebens, und das geschieht halt auch häufig oder meistens oder eigentlich auch immer durch Personen in unserem nahen Umfeld, die sehr wohl in der Lage sind, je näher wir jemandem stehen und diese Person es nicht gut mit uns meinen, dass da auch eine gehörige Portion an Verletzung, Belastung auch gerade stecken kann, weil die uns einfach sehr nahe stehen. Ja, das können Partner sein, aber ich habe hier zum Beispiel die Lilie, die hier deine Familie anzeigt, also dein nahes Umfeld, dein familiäres Umfeld. Ja, dann schauen wir einmal, um was es da sich drehen könnte, um was es sich hier handelt, was du zu bewältigen hast. Denn auf deine Lernaufgabe spiegelt sich die Kommunikation. Die scheint hier ein ganz zentrales Thema zu sein, aber in zweierlei Richtungen. Zum einen hat diese Kommunikation etwas mit deinem Umfeld zu tun, also dein privates, familiäres oder auch dein Arbeitsumfeld. Aber die Lilie weist eher oder viel mehr auf wirklich auf das ganz familiäre Umfeld hin, also deine Familie. Und es ist so, dass ein wichtiges Thema hier aufgelöst werden muss, indem du darüber redest, indem du Gespräche führst und oder vielleicht auch Ratschläge über das Universum annehmen sollst, ja, weil die Kommunikation, die soll im tatsächlichen Leben stattfinden, um etwas auch zu
klären bzw. zu kürzen und zu beschneiden, was nicht mehr gut und dienlich für dich ist. Und das ist die tatsächliche Kommunikation mit den Menschen, die genau dein Thema betreffen. Ja, wenn wir jetzt dazu kommen, also das geht um dein direktes Umfeld, um deine Familie. Und da scheint sich im Umfeld deiner Familie eine große Herausforderung dir zu zeigen. Du wirst aufgefordert, hier etwas zu lernen, weil es scheinbar Personen geben kann in deinem Umfeld, die dich hindern und hemmen, deinen Herzensweg zu gehen, die dich aufhalten, Einfluss nehmen, vielleicht sogar die Dinge zu tun, die du gerne tust, die du liebend gerne machen möchtest. Also es kann sich bei dieser Herzensangelegenheit um etwas drehen, was ein Projekt ist, eine Vision von dir, ein Traum, der sich vielleicht auch auf eine spirituelle Aufgabe bezieht, dass du dir vorgenommen hast, du möchtest gerne spirituell natürlich immer selber wachsen. Das müssen wir alle, gerade wenn wir auch Energiearbeiter sind, heilende Berufe haben oder eben auch andere Menschen unterstützen in ihrem So-Sein. Das kann sein, dass du da ein ganz bestimmtes spirituelles Projekt, eine Herzensangelegenheit da für dich anvisierst. Das ist möglich. Es kann sich aber auch um einen Menschen handeln, der sich hier als dein Herzensmensch ins Kartenbild legt, also jemandem, dem du wirklich in Liebe verbunden bist. Also zwischen euch ist wirklich eine hohe Herzenswärme, die fließt auch, und eine ganz liebevolle, herzliche Zuneigung. Und wenn ihr miteinander, beieinander seid oder sprecht miteinander, dann ist wirklich immer eine ganz wunderbare Atmosphäre, weil ihr beide das Gefühl habt, dass ihr euch wirklich sehr, sehr gut versteht. Ja, dass ihr eine wunderbare Wellenlänge auch füreinander habt. Ja, der Herzensmensch, der zeigt sich hier auch. Dann habe ich gerade von der Herzensangelegenheit, vielleicht von einem Projekt, vielleicht von einem zukünftigen Beruf, einer Aufgabe, die du auch beruflich ausüben möchtest. Ja, da hatte ich gerade von gesprochen, die in spiritueller Hinsicht vielleicht dir selber dich in deiner Entwicklung fördert, aber auch anderen Menschen dienen könnte, ja, dass du auch anderen etwas mitgeben möchtest von dem, was du hast, das praktisch zur Verfügung stellen möchtest, dein inneres Potenzial. Und für einige mag es auch sein, dass mit dieser Energie des Herzens hier auch eine zweite Tochter, ein zweiter Sohn, ein zweites Kind hier im Rahmen deiner Herzensangelegenheit involviert sind. Das ist möglich. Diese Herzensangelegenheit ist für dich aber auch nicht so einfach zu leben, durchzusetzen, an die Öffentlichkeit zu bringen. Ja, du möchtest irgendetwas öffentlich machen. Wir hatten den Park hier als
zugrunde liegende Energie. Du möchtest mit einer Herzenssache, und da ich habe das gerade beschrieben, dass es halt mehrere Möglichkeiten gibt. Schau mal in deinem Leben, was sich für dich als deine Herzensangelegenheit darstellt. Was ist dein Wunsch, dein Traum, was du in dir verspürst, weil du dein Potenzial immer besser kennengelernt hast? Wo soll es für dich hingehen? Wo zieht es dich hin? Ja, und da hatte ich gerade verschiedene Möglichkeiten angeboten, was deine Herzensangelegenheit beinhalten könnte. Und das wird grundsätzlich auch vom Universum unterstützt, egal was es ist. Aber ich habe hier genau im Rahmen deiner Herzensangelegenheit liegt die Prüfung, von der ich eben über das Kreuz gesprochen habe, dass du, um das durchzusetzen, für dich eine ganz bestimmte Prüfung zu bestehen hast. Ja, und wie gesagt, dass diese Aufgabe, die spiegelt sich auf die Kommunikation, das habe ich schon dargestellt. Es muss also etwas ganz Wichtiges für dich kommuniziert werden, und du wirst dazu auch dein Redetalent brauchen. Es geht darum, über Redesprache, Schrift, dieses Hindernis in deinem Leben, was sich hier heute als eine Person aus deiner Familie darstellt. Diese Person ist dein großes Problem. Diese Person ist ein, ja, wie könnte man sagen, ein Hindernis in deinem Leben. Im Rahmen unserer Lernaufgaben könnte man sagen, es ist ein Meilenstein in unserer Entwicklung, der hier bewältigt werden muss. Ja, und weil es eine Lernaufgabe, eine Prüfung ist, und insofern hat sich dieser Mensch hier als Blockade, als Hindernis und eine Hemmung. Der Fluss deines Herzens wird durch diese Person, die ich hier im Kartenbild habe, die sich über den Bären darstellt, wird aufgehalten, gestaut, gehemmt. Ja, wenn man den Fluss des Lebens filmen oder malen würde, dann ist dieser hier der Bär, der so viel Holz, Unrat in den Fluss geworfen hat, dass in den Fluss deines Lebens, dein Herzensfluss, dass dieser Quell in dir nicht so fließen kann, wie er sollte. Dieser Mensch ist eine große Blockade, ein großes Hindernis für dich. Ja, jetzt möchte ich einmal diesen Menschen beschreiben. Also der scheint sich hier, ich habe ja die Lilien, und dieser Mensch, der wahrscheinlich eine männliche Person ist, spiegelt sich hier auf die Familie. Das heißt, es gibt eine Person in deiner Familie, die schon seit langem es geschafft hat, durch ihre besondere negative Art und Weise, durch ihr Verhalten, dich zu hemmen in deinem energetischen und Herzensfluss. Auch in Bezug auf deinen Herzensweg zu deinem Seelenpartner, ja, weil ich hatte ja hier auch die eine Liebesbeziehung angesprochen. Hier liegt eine Liebesbeziehung. Hier liegt eine Seelenpartnerschaft, und das könnte auch eine Zwillingsseele sein, weil diese Beziehung, wenn
die gerade eine Rolle spielt für dich im Leben, auch göttlich geführt ist. Und diese Person hat es mit all ihren Mitteln versucht und bisher geschafft, zumindest zum großen Teil in deinem Leben, dich aufzuhalten. Ja, diesen Weg, den du gehen möchtest, zu behindern und zu beeinflussen. Diese Person, habe ich gerade gesagt, stammt aus deiner Familie, aus deinem wirklich familiären Umfeld. Und das familiäre Umfeld kann natürlich auch breiter gefächert sein. Das kann natürlich auch sich auf Nichten, Neffen, Cousinen, Cousins, Tanten, ja, das ganze familiäre Umfeld, was dir sehr nah ist, in diesem befindet sich diese Person, die hier durch den Bären dargestellt wird. Und das ist eine sehr mächtige Person, die sehr viel Kraft, Stärke und Dominanz hat. Ganz viel Power, ganz viel Durchsetzungskraft. Und es ist nicht einfach, sich gegen diese Person zu behaupten. Es ist ein altes Thema, ja, dass diese Person versucht, dich in deinem So-Sein aufzuhalten, dich nicht so sein lassen, sein lässt, wie du bist, und deine Wünsche nicht respektierst, im Gegenteil, diese Person auch noch Einfluss nimmt, damit du genau deine Wünsche eben nicht verwirklichst. Weil das, was du in deinem Herzen trägst, wo du hin möchtest, dein Weg, da, was du in deinem Seelenplan auch stehen hast. Ja, das sind alles die Dinge, die wir in diesem Seelenplan stehen haben. Dein Herzensweg. Und du hast erkannt, was das ist. Aber diese Person hat ebenfalls erkannt, dass dein Weg nicht ihr Weg ist. Denn sie hat ganz andere Absichten, Vorstellungen von dem, wie du sein sollst, wie du zu sein hast, mit wem du vielleicht welche Beziehung zu leben hast. Es kann sein, dass diese Person auch mit ihrem großen Durchsetzungsvermögen ganz viel Einfluss schon darauf verwendet hat, dir diese Beziehung, also diesen Menschen, den du in deinem Herzen trägst, madig zu machen, schlecht zu reden, dir auszureden und immer wieder auf irgendeine Art und Weise ja ihre Macht hat spielen lassen, dich beeinflusst. Diese Person hat dich beeinflusst, negativ beeinflusst. Und somit gehindert und gehemmt. Diese Person, die stellt sich hier heute im Kartenbild als männlich dar. Schau, ob das bei dir tatsächlich auch eine männliche Person ist. Ich habe es hier allerdings heute auch nochmal bestätigt, weil auch über die Lilie hier, über diese Energie des familiären Umfeldes, habe ich hier auch den Vater liegen. Es kann also dein Vater sein, den du natürlich schon sehr, sehr lange kennst, weil ich gerade auch gesagt habe, dass es sich schon um eine ganz alte Problematik handelt, die schon sehr lange in deinem Leben ist. Dieses Problem, was du mit dieser Person hast, das besteht schon sehr lange für dich. Und du kennst das. Also eine Vaterfigur, ja, entweder dein tatsächlicher Vater, eine vaterähnliche Figur, es könnte aber auch ein älterer Bruder sein, ein Onkel, auf jeden Fall jemand, der sehr viel Macht
und Einfluss hat und der es auch gewohnt ist, immer wieder seine Krallen zu zeigen. Ja, der zeigt seine Krallen, weil er eine ganz andere Intention in sich trägt, also Absichten, die seinem egoistischen Denken und Verhalten entsprechen, aber die mit dir gar nichts zu tun haben. Insofern kann es hier auch um eine Beeinflussung gehen, habe ich schon gesagt. Und es könnte auch sein, dass du auf irgendeine Art und Weise benutzt oder ausgenutzt wirst, um diesen Absichten, die diese Person verfolgt, ja, die sich hier männlich darstellt, dienlich zu sein, dass du dieser Person durch das, was du machst, tust, denkst, durch deine Empathie, durch dein Einfühlungsvermögen, ich weiß nicht, aber du wirst es wissen, was er von dir fordert, was er von dir möchte, damit du ihm dienlich sein kannst. Und es ist natürlich so, dass du bist schon sehr gewachsen und du bist auch reif, dass du vielleicht auch schon erkannt hast, dass es sich hier auch um ein Vaterthema handeln könnte. Ja, also schau bitte einmal zurück in deine Kindheit. Dieses Thema, wenn es nicht dein Vater ist, sondern eine vaterähnliche, männliche Person in deinem Umfeld, familiären Umfeld, dann kann es sein, dass dieses Thema schon in deiner Kindheit aufgesprungen ist, ein altes Vaterthema. Das solltest du dir nochmal anschauen. Was ist da geschehen? Was sind da für Beeinflussungen auf das Kind gewesen? Wo bist du als Kind vielleicht schon deinem Vater gegenüber dienlich gewesen? Man könnte sogar an Übergriffe denken. Ja, alles, was auch, es gibt Fälle von Missbrauch und all das könnte auch hier in der Vergangenheit vorgelegen haben, Übergriffe auf jeden Fall, dass du dir vielleicht nochmal anschauen solltest, wenn du dich jetzt davon angesprochen fühlst, wenn ich das jetzt hier ausspreche. Weil wenn einem diese Problematik im Leben begegnet, im Rahmen einer großen, hohen Lernaufgabe, es eigentlich immer etwas mit der Kindheit zu tun hat. Also bitte schau einmal, damit du das nochmal dir vollständig bewusst machst, wahrnimmst, was ist in meiner Kindheit aufgeschwungen, welches Thema, und das Thema hat inhaltlich damit zu tun, was du heute mit dieser Person erlebst. Ja, und natürlich geht es darum, dass du jetzt für dich die Verantwortung übernimmst. Es ist jetzt Zeit und du bist reif. Du bist reif, weil du dich sehr entwickelt hast, im Gegensatz zu der Situation als Kind. Im Laufe der Zeit hast du dich sehr entwickelt und die Zeit ist einfach reif, dass du lernst, dich von dieser Person abzugrenzen, ja, in dass du lernst, die Verantwortung für dich und deinen Herzensweg, für deine Herzenswünsche, was es auch sei, selbst zu übernehmen. Du bist höchstwahrscheinlich über 18 Jahre alt und du hast jetzt spätestens die Aufgabe, die Verantwortung für dich und dein Leben in deine Hand zu nehmen, ja? Diese Herzensangelegenheit selbst
in die Hand zu nehmen, in deine Hände zu legen. Und keinem Menschen, wer es auch sei, zu überlassen über dein Wohl, über dein Glück, über deinen Seelenfrieden, in den du kommen möchtest, darüber Einfluss zu nehmen, sondern du musst für dich, ja, für deinen Frieden, um wieder in dein Gleichgewicht zu kommen, in deine innere Mitte, denn darum geht es hier auch bei der Lilie. Du willst zufrieden sein, zufrieden mit dir und deinem Leben. Du willst zufrieden sein mit deiner Aufgabe, das, was du tust, dass du das, auch deine berufliche Aufgabe, dass du das von Herzen gern tust, dass du dahinter stehst und sagst, ja, das ist genau, dass diese Aufgabe entspringt meiner selber. Denn das ist die Aufgabe meines Herzens. Also da jetzt dafür zu sorgen, alles zu tun, um diese alten Hindernisse, die sich hier in deinem Leben bisher dargestellt haben, was bisher sehr schwierig für dich war, das kann ich sehen, aber es ist nun an der Zeit, es ist eine karmische Aufgabe und alle Samen, die auch hier gesät wurden von deinem Umfeld, von dieser Person, die sollen jetzt auch zum Ausgleich kommen. Ja, das soll hier in einen karmischen Ausgleich, in eine Balance kommen. Das heißt, dein Schicksal soll sich jetzt zum Guten wenden. Und dazu bist du aufgefordert, dein Leben in die Hand zu nehmen und um in deine innere Mitte zu kommen, die äußere Balance auch wieder herzustellen. Dass du in dein Gleichgewicht kommst. Ja, ich habe hier die Sense auch. Da habe ich noch gar nicht drüber gesprochen. Aber die Sense spiegelt sich direkt auf deine Herausforderung mit dieser Person in der Familie. Und die warnt dich auch davor. Es ist jetzt wirklich allerhöchste Eisenbahn, um für dich selber zu sorgen, für deine Gesundheit, ist es jetzt wirklich höchste Zeit, hier wird eine Warnung ausgesprochen, dass du jetzt handeln musst und diese Situation bereinigen musst, Ordnung schaffen musst. Dich nämlich von dem trennen musst, was für dich nicht mehr gut ist, was für dich nicht mehr dienlich ist, was dich auf deinem Entwicklungsweg schon viel zu lange gehindert und gehemmt hat. Und nun bist du angesagt. Du, der du selber, die du selber die Verantwortung für sich in die Hände nimmst und Ordnung schaffst in deinem Leben. Es geht hier, Ordnung zu schaffen. Es geht hier darum, etwas zurechtzuschneiden, ja, diese Personen zurechtzuschneiden, etwas zu kürzen. Und es ist natürlich, wenn du mit diesen, also es gibt mehrere Möglichkeiten, diese Situation zu bereinigen, weil wenn du in dieser Familie lebst, dann ist es wahrscheinlich das Allereinfachste, dass du dich verabschiedest, dich trennst von diesen Menschen, also wirklich ganz raus aus dem Wohnzimmer, aus dem engen räumlichen Rahmen mit dieser Person. Oder vielleicht sind noch weitere Personen, die dir schaden, die dir nicht gut tun. Also eine Trennung könnte hier angesagt sein, eine absolute Trennung.
ob es ausreicht, bei dieser starken Persönlichkeit, mit dieser großen Durchsetzungskraft, die immer wieder versuchen wird, da Einfluss zu nehmen und die wirklich auch große Macht auch hat und auf dich ausübt, ob es eventuell ausreicht, dich abzugrenzen, ja, da diesen Menschen, die nichts Gutes für dich wollen, dir ganz klar die Stirn zu bieten und genau die passenden Worte zu sagen, die jetzt gesagt werden müssen. Und die haben natürlich immer etwas mit dem Nein zu dem anderen zu tun, weil du zu dir selber Ja sagen möchtest. Ja? Wenn ich zu mir Ja sage, zu mir, meinem Potenzial, meinem Lebens- und Herzensweg, dann muss ich lernen, mich abzugrenzen. Und schau einmal für dich, was jetzt hier wirklich notwendig und erforderlich ist, um dein Leben in Ordnung zu bringen, in die Balance zu bringen, ob hier eine absolute Entfernung, Verabschiedung notwendig ist. Oder ob du vielleicht zumindest in den, vielleicht musst du wirklich sehr, sehr weit weggehen, um dich diesem Einfluss zu entziehen. Da reicht es nicht, in den Nachbarort zu gehen. Vielleicht reicht es auch, ja, dass du einfach nur in der gleichen Stadt eine andere Wohnung nimmst, auf jeden Fall aus dem direkten Umfeld rauskommst. Wenn du es schaffst, durch Kommunikation und durch Gespräche hier die richtige, notwendige Form für dich, also praktisch zu finden, den anderen Menschen zu sagen, was du schon lange hättest sagen musst, nämlich das Nein, dass es so nicht mehr geht und dich auf irgendeine Art und Weise durch Gespräche und Kommunikation abgrenzt, ja, die Abgrenzung. Und die Abgrenzung kann halt sein, indem wir Nein sagen, auch das ist Abgrenzung. Jedes Nein, was wir aussprechen zu anderen, ist immer ein Ja zu uns selber und es bedeutet auch immer, dass wir uns abgrenzen. Ja? Es geht hier um eine auch Abgrenzungsproblematik. Und darauf sollst du dich jetzt fokussieren, darauf sollst du dich konzentrieren. Das ist deine Lernaufgabe. Es ist möglich, dass du dir vielleicht noch durch irgendeine einen Trainer, einen Chef, Coach, das ist ja auch möglich, dass das dein Arbeitsumfeld ist. Ich habe jetzt immer gesagt Familienumfeld, aber es ist durchaus möglich, weil es sich einfach hier das nahe Umfeld, es kann sich auch auf dein Arbeitsumfeld beziehen. Weil ich ja gerade sagte, Chef, ja, weil es ist möglich, dass du Hilfe dir reinholen sollst, damit du gestärkt wirst, damit du jetzt auch wirklich die Verantwortung für dich übernimmst. Das Alte loszulassen und dich zu befreien. Und dass du vielleicht noch ein wenig Hilfe brauchst, das könnte sein, dass du da vielleicht noch Ratschläge auch brauchst von Personen, die dir genau in deiner Problematik helfen können. Das könnten Psychologen sein, wenn du in einer alten Beziehung vielleicht noch steckst, die dir nicht gut tut und dienlich ist, auch das ist möglich, dass du an einer männlichen Person, wenn du Frau bist, deinem Partner oder noch Partner hier die Stirn bieten musst, Nein sagen musst und dich vielleicht trennen musst, scheiden lassen musst. Und dann wäre diese ratgebende Person ein Anwalt. Ja, also es könnte sein, dass du noch Hilfe brauchst. Darauf wollte ich hinaus gerade. Und das könnte eben eine weise, kluge, ratgebende Person in einer bestimmten Fachrichtung, die genau für dich
gut und richtig ist. Und das könnte eben ein Anwalt sein. Es könnte auch sein, dass du dir bei deinem Chef noch einen positiven Rat holen solltest. Also wenn du einen guten Chef hast, ja, wenn dieser Bär hier deinen Chef darstellt, dann natürlich nicht. Aber es könnte ja sein, dass du mit deinem Chef da einen guten Draht hast, ja, ein gutes Verhältnis und guten Draht, dass man mit diesem auch reden kann. Es sind halt Möglichkeiten für Personen, die dir helfen können, die dir dienlich sein können, jetzt auf deinem Weg. Und insofern könnte das auch ein, wie gesagt, Anwalt, Notar, Makler, vielleicht brauchst du auch einen ganz besonderen Arzt, der dir hilft, noch etwas zu heilen. Wir haben ja heute hier die Heilkarte. Es geht darum, dass du gesund dich entwickelst und in dein rundes, inneres Seelenheil kommst, ja. Ja, und die Person, irgendeine Fachperson, die könnte dir helfen, die könnte noch dienlich sein, um in deinem Leben jetzt Ordnung zu schaffen, genau das in Form zu bringen, was deine Lernaufgabe beinhaltet, ja, diese bestimmte Lernaufgabe, diese Prüfung, die du dir vorgenommen hast, jetzt zu meistern. Und wie gesagt, das bezieht sich auch darauf, wenn es da einen Menschen in deinem Leben gibt und diese mächtige Person in deinem Umfeld immer Einfluss genommen hat, dich überreden wollte, dass irgendetwas nicht gut für dich ist, dann gilt es auch da, sich ganz klar abzugrenzen. Ja, das Thema Abgrenzung. Und wie gesagt, vielleicht muss das noch bei dem einen oder anderen von euch mit einer Fachperson, auch psychologische Beratung, abgeklärt werden und dass du gestützt und gestärkt wirst in deinem So-Sein, in deinem Selbstbewusstsein. So, das ist diese weitere Person, die du vielleicht dir suchen solltest, wenn du nicht weißt oder ob sie schon in deinem Leben ist. Aber ich soll dir auch noch mal ganz klar sagen und dich darauf hinweisen, dass das Universum dir für deinen Herzensweg zur Verfügung steht, in jeder Beziehung, wenn du Rat und Hilfe brauchst. Also zunächst einmal, wenn du Ängste und Sorgen hast, aufgrund all deiner Belastung auch, die du in der letzten Zeit haben, die sich vielleicht nochmal verstärkt. Und das ist oft so, dass Belastungen und Hindernisse irgendwann einen Höhepunkt erreichen. Und das ist genau der Scheitelpunkt, da, wo sich dann alles drehen soll. Aber was ich jetzt sagen wollte, ist, dass in jeder Form deiner Herzensangelegenheit und auch wenn es sich jetzt hier um deinen Herzensmenschen handeln sollte, zu dem du dich jetzt aufmachen möchtest, mit dem du vielleicht die Beziehung, die bisher verhindert worden ist, jetzt eingehen möchtest, ja. Bitte deine Engel, bitte das Universum immer darum, dir A, die Sorgen und Belastungen, die aufgeschwungen sind, zu nehmen, ja, pack sie in eine Kiste, packe alles Negative, all deine negativen Gefühle, deine Furcht, deine Aufregung und all das, deine negativen Gedanken, Muster, Glaubenssätze, all das in eine Kiste und übergib sie den Engeln.
und gib es ab, gib diese Belastungen ab an das Universum. Und danach bitte die Engel um Hilfe und Unterstützung und um Führung. Denn das Universum wird dir in jeglicher Hinsicht helfen, weiterhelfen, immer für dich da sein und dich auch immer beraten über deine Intuition. Ja, die Ratschläge werden über deine Intuition, über dein Bauchgefühl zu dir gelangen. Und sie können auch über Erkenntnisse zu dir gelangen. Also, dass du auf einmal genau die Eingebung bekommst, die Idee, die Vision, was die allerbeste Vorgehensweise ist, um hier Ordnung zu schaffen. Welches die richtige Person ist, die du vielleicht noch aufsuchen musst, die du noch kontaktieren musst. Ja, wir haben heute alle Sonne und Mond in den Zwillingen. Die Zwillinge sind Rede, Sprache, Schrift. Es ist gut möglich, dass hier wirklich eine ganz bestimmte Person oder noch eine Fort- und Weiterbildung, all das hat mit dem Merkur zu tun, mit den Zwillingen, und dass das noch wichtig ist. Aber das Universum wird dir helfen, genau die richtige Unterstützung zu finden, die du jetzt in deiner Situation brauchst. Ja, wir haben ja auch spirituelle Helfer. Bitte das Universum um Hilfe und dir wird Hilfe gegeben. Das sollte ich noch einmal sagen. Und die Ratschläge können zum einen, wie gesagt, von außen kommen, von hilfreichen Personen, die du kennst oder die du noch aufsuchen musst, die du noch kontaktieren musst. Und Erkenntnisse, Botschaften, Ratschläge werden ebenso dir vom Universum zur Verfügung gestellt, werden immer für dich da sein. Du wirst geführt, gelenkt und geleitet, weil das Universum wird dich immer darin unterstützen, deinen Seelenplan zu gehen, also deinen Herzensweg zu gehen, wie immer auch dein Herzensweg aussieht. So, ihr Lieben, so möchte ich das gerne heute stehen lassen. Ich habe hier aber noch Botschaften der Engel, die ich dir heute noch mitgeben möchte. Und so möchte ich einmal Großvater fragen, welche Botschaften sollen hier und heute für das Kollektiv noch mitgegeben werden, ausgesprochen werden? Großvater, was ist noch wichtig? Ja, vielen Dank. Da sind noch so einige Hinweise, die das Universum hier und jetzt an dich weitergeben möchte. Ja. Ja, das Bitten. Das kommt hier tatsächlich nochmal. Ich habe gerade darauf hingewiesen. Also die Engel wollen dir tatsächlich nochmal sagen, wie wichtig es ist, dass du immer bittest um Hilfe durch das Universum. Es wird dann die richtige Hilfe von alleine kommen. Da brauchst du dich nicht drum zu kümmern. Aber das Aussprechen des Wunsches an das Universum, dafür ist es erforderlich, dass du dem Universum klar sagst, ja, ich möchte Hilfe, ich brauche Unterstützung, bitte helft mir, weil dieses dem freien Willen des Menschen unterliegt. Ja? Im Rahmen des Seelenplanes hat der Mensch ja auch immer seinen freien Willen. Ob er zum Beispiel diese Lernaufgabe, die ich gerade beschrieben habe, diese Prüfung jetzt macht, wann sie jetzt dran ist,
Oder ob du vielleicht noch mal eine Ehrenrunde drehen möchtest. Ja, vielleicht noch einen weiteren Monat, ein weiteres Jahr, dich genau hier aufhältst, wo du nicht weiterkommst, wo deine Entwicklung verhindert wird. Und das unterliegt deinem freien Willen. Diese Prüfung steht in deinem Seelenplan und die musst du auch bestehen. Aber wann das ist, da kannst du natürlich ganz wesentlich daran mitwirken. Es wäre jetzt dran. Also es unterliegt zeitlich gesehen dem freien Willen des Menschen. Und insofern der freie Wille erfordert es halt, dass du, wenn das Universum dir behilflich sein soll, dass du darum bittest. Und so sagen dir die Engel: Bitte uns, dir in dieser Situation zu helfen, und wir machen uns sofort in deinem Namen an die Arbeit. Wir werden von vielen universalen Gesetzen regiert, und zu ihnen gehört der freie Wille, der dir erlaubt, deine eigene Wahl und deine eigene Entscheidung zu treffen. Daher warten wir geduldig auf deine Bitte um Hilfe. Ja, das ist genau das, was ich beschrieben habe. Dann habe ich hier noch mal einen Hinweis auf deine Familie. Horche mal rein, was dir diese Botschaft der Engel sagen möchte. Diese Situation, die ich gerade beschrieben habe, hat ihre Wurzeln in einem emotionalen Erlebnis mit einem Familienmitglied. Und wir können dir helfen, die Ursachen zu verstehen und zu heilen. Umgib dich selbst, die betreffende Person und das Erlebnis, was du gehabt hast, vielleicht in deiner Kindheit. Übergib auch dieses Erlebnis in deinem Herzen und in deiner Seele mit besänftigendem blauen Licht und vielen Engeln. Sei offen für die Geschenke, die diese Situation bereithält, und erlaube dir selbst, Frieden zu empfinden. Also was bedeutet, wenn du diese alten Situationen mit bestimmten Familienmitgliedern noch einmal dich zurückerinnerst, das noch einmal wahrnimmst, also das noch mal in dir hochkommen lässt. Und in dem Augenblick sollst du auch die Engel rufen, dass sie dir beistehen und dass sie dich auch schützen. In dem Augenblick, wo du dir alles noch mal ganz in Ruhe anschaust, was geschehen ist, was vom Inhalt her geschehen ist und was sich dann im Leben wiederholt. Es können bestimmte und verschiedene Personen sein, an denen wir genau dieses eine spezielle Thema wiederholen. Und diese Wiederholung geschieht so lange, bis wir uns nicht bewusst gemacht haben, also wahrgenommen haben, was da inhaltlich geschehen ist. Und deswegen ist das so wichtig, sich dieses anzuschauen. Und wenn du meinst, dass du das nicht alleine schaffst, dann suche dir eine psychologische, therapeutische Beratung, Hilfe, fachärztliche Hilfe oder eine fachliche, psychologische, therapeutische Hilfe, um das gemeinsam aufzuarbeiten. Ja, ich hatte da eben schon mal ganz kurz darauf hingewiesen, dass noch irgendetwas Bestimmtes vielleicht bei einem oder anderen von euch notwendig ist, damit du gestützt und gestärkt wirst. Damit aber auch dieses Thema für immer, einmal und für immer aufgearbeitet wird. Weil wenn du dir das einmal bewusst gemacht hast, dann wird dir das nicht mehr geschehen, weil du beim nächsten Mal gelernt hast, auf eine andere Art und Weise damit umzugehen, weil du heute ein erwachsener Mensch bist und du heute in der Verantwortung bist, dich selbst zu beeltern. Du bist heute kein Kind mehr.
Damals als Kind hattest du keine Chance dagegen anzugehen, weil Kinder darauf angewiesen sind, umsorgt zu werden und einer Gemeinschaft anzugehören, auch wenn diese Gemeinschaft unschön war. Aber Kinder sind darauf angewiesen, sie brauchen den Schutz, auch von einem negativen Umfeld erstmal. Schau dir das an und habe keine Angst und habe keine Sorgen. Die Engel werden dich zu dem richtigen Menschen führen, der dir behilflich und dienlich sein kann. Um dieses alte Familienthema aufzuarbeiten. Ja, es geht um die Aufarbeitung. Dann habe ich die Botschaft für dich. Es ist Zeit zu gehen. Ja, diese Lernaufgabe, diese Prüfung erfordert es jetzt zu gehen. Die Sonne geht jeden Tag auf und unter. Und das Gleiche gilt für die Zeiten in deinem Leben. Erkenne die Schönheit in jedem Sonnenuntergang deines Lebens und wisse, dass die Sonne auch morgen wieder in voller Pracht erstrahlen wird. Beendigungen, Abschiede sind lediglich der Start für einen Neubeginn. Und wir Engel begleiten dich unfehlbar durch alle Phasen und Zyklen deines Wesens und deines Seelenplanes. Die Engel sind immer an deiner Seite. Dann habe ich hier noch einen besonderen Hinweis auf das Herzchakra. Ja? Vielleicht musst du ganz besonders den Fokus auf dein Herzchakra legen und dieses auch noch mal öffnen, damit deine Herzensenergie im Rahmen deiner Herzensangelegenheit oder zu deinem Herzensmenschen ganz frei fließen kann. Denn Liebe ist das Herz dieser Angelegenheit. Dein Herz ist das Zentrum in deinem physischen Körper, das am stärksten auf die Liebe ausgerichtet ist. Du kannst ohne Sorge und mit offenem Herzen hier lieben, die Person, die dir heute im Sinn ist. Und du kannst es zulassen, geliebt zu werden, da wir dir jederzeit mit perfektem Schutz und Führung zur Seite stehen. Ja, hier kommt nochmal die Bestätigung der Hilfe des Universums. Und die Engel wollen dir auch nochmal sagen, überall dort, wo du Ängste und Sorgen hattest bis heute, sagen sie ganz besonders zu dir, es gibt keinen Grund zur Sorge, denn du bist beschützt. Und diese Situation ist unter perfekter Kontrolle der göttlichen Vorsehung und universalen Ordnung. Erfülle diese Situation ausschließlich mit liebevollen Gedanken und Emotionen, um sicherzustellen, dass das höchstmögliche Resultat mühelos zu dir kommt und durch dich hindurchfließt. Das perfekte Resultat. Habe keinen Grund zur Sorge. So, ihr Lieben, ganz abschließend für diejenigen, die hier auf einem ganz besonderen Herzensweg zu einem Herzensmenschen gehen oder auch für diejenigen, die sich diesen Herzensmenschen in ihrem Leben wünschen und ihn herbeisehen, wo dieses praktisch dein größter Traum ist. Denn ich habe hier den neuen Partner. Und achte in Zukunft darauf, denn eine zufällige Begegnung mit einem Menschen ist kein Irrtum. Sie ist von den himmlischen Kräften orchestriert als Katalysator, damit die Dinge in und zu deinem Herzensmenschen in Gang gebracht werden, die deine Gebete Früchte tragen lassen.
Achte aufmerksam auf alle neuen Menschen, die von uns gesandt in dein Leben treten. Und du wirst sie durch dein Gefühl der Vertrautheit und Unbeschwertheit erkennen und wissen, dass dir durch diese Personen nur Gutes widerfahren wird. Hier habe ich einen neuen Partner für alle, die sich noch einen Partner im Leben wünschen. Und achtet auf alles, was euch begegnet, auf alle Hinweise, ja, auf die Führung. Denn ihr werdet geführt. Wenn dieser Partner für euch bestimmt ist, dann werdet ihr dahin geführt. Aber es gibt immer Zeichen im Leben. Und es geht darum, offen zu sein für diese Zeichen und diese auch wahrzunehmen und dann auch umzusetzen, damit diese Begegnung stattfinden kann. So, ihr Lieben, in diesem Sinne, alles, alles Liebe und Gute für dich, für euch und seid herzlich gegrüßt von mir zu dir, von Herz zu Herz und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, euer Engel Christiane.